トゥルレガチ、ケスラ、ゲラデモグ、イノーダム、エミクラーデ、レモデューラ、レモタンデューラグ、モーデ、ガレク、ミラクダフェロ、カゲロシュ、マテラク、マルケローク。 Ja, moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück zum finalen Kampf von Monster Hunter Rise zusammen mit dem Kai. Hey, yo. Also, ihr habt euch bestimmt gefragt, was war denn das für eine Nebengeschichte, die ihr da auf einmal hattet. Das ist der eingeschworene Todesfeind von dem Kogoro, hieß der, glaube ich. Kogoro. Das ist eine Hintergrundgeschichte, die so nebenpräsent war, dass sie kaum angesprochen wurde, aber irgendwie wurde sie am Ende doch nochmal präsent und ihr habt gerade gesehen, das war ein richtig geiles Video, es gab ein Face-Reveal von einem Typen, der einen null interessiert hat. Falls ich es noch nicht getan habe, hier an dieser Stelle die Fotos des heutigen Tages und hoffen wir mal, dass Otsushi uns carried, ne? Was? Wo? Auch noch mit Binder? Mhm. Warte, ich booste dich. Du machst das. Also den Amatsu, den gab es bei Monster Hunter 4, wenn ich mich recht entsinne, als eines der allerletzten Monster. Und wenn er genauso schlimm ist wie damals, werden wir hier ordentlich zu knabbern haben. Hoffen wir einfach, dass Otsushi all die Schläge abfängt, ne? Ja, man kann doch beten. So, ich bin eh ein Schütze, ne? Ach, ich kann die aufladen. Oh, die Kanonen, die haben Piercing-Munition, ne? Die sind perforierend. Aber sie ist offenbar kaputt. Hier gebe ich meine Wolfer-Muni! Ich
den auch. Ich will mal ganz kurz gucken, habe ich die richtigen Fähigkeiten ausgerüstet? Kommt mir gerade irgendwie nicht so vor. Also jedes Ding hat das nur einmal. Windangriffe werden abgewehrt, wenn eine Wind da ist. Von dem können sich Nava und Utsushi noch ein bisschen was abgucken. Nee, wie hieß der andere? Ibushi. Danke. Lange Zeit kein Monster Hunter mehr gespielt, Leute. Gab aber auch ehrlich gesagt keinen Grund dafür. Wir haben uns einmal die speziellen Rüstungen hier geholt und danach hat das Spiel wieder auf der Ersatzbank gesessen. Ich muss gerade erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ey, ich bin uninteressant! Ich bin nur ein Schütze! Du willst mich nicht! Aua! Ach stimmt, ja, Fotos! Ich darf die Fotos nicht vergessen, aber erst muss ich an mein Überleben denken. Bitte sag, dass die Kanone auch ab und zu repariert wird. Achso, die ist nicht kaputt gegangen, die hat nur komisch im Boden gesteckt. Da fliegt jemand! Ich hab dich nur fliegen sehen. Aber so, so keiner nach oben sehen. Oh, ich hab nur gesehen, wie du nach oben gesegelt bist. Kann man sich wieso kann man sich denn hier komplett hochboosten? Du kannst dich einmal richtig weit hochschleudern, ne? So, ich schieße dann jetzt erstmal mit Kais Lieblingsmunition rum. Ich heb mir übrigens gerade ein Foto noch auf, weil der hat höchstwahrscheinlich noch eine Enrage-Phase und da wird ein richtig geiles Foto entstehen können. Auch wenn das da schon richtig geil aussieht. Wieso trifft das mich nicht? Also ich will mich nicht wirklich beschweren darüber, dass es mich nicht trifft. Es verwundert mich nur. Okay, Kontern bringt nichts. Ich wollte den Wasserstrahl kontern, aber der schießt dreimal, deswegen hat es nicht gejuckt. Die Kanonen kommen auf jeden Fall wieder, die haben nur endlich lange Nachladezeit. Ich hab gerade mal auf die Kanone gedrückt, der Moment, der wird den Wasserstrahl nicht gefeuert hat. Danke. Einfach mal geguckt, ob die Kanone wieder kommt. Oh, Extraschuss aktiviert sich gerade sehr häufig. Ich hab dir gerade tatsächlich geholfen. Nein, hast du nicht, du hast meinen Ultra-Angriff unterbrochen. Ja, aber der hätte dir sonst jetzt von der Seite einen reingehauen. Oh, Tsushi macht Booster! Du bist gut! Solange ich im Ultra-Angriff bin, tut er nämlich weh, da kann er mich nicht durch die Welt schicken. Der plant doch schon wieder irgendwas, der da. Du siehst das oben auch, ne? Foto! Ich habe ein Foto in der Luft gemacht! Ich nicht. Ich war damit beschäftigt zu überlegen. Ich habe mein Leben für dieses Foto riskiert, Leute. Weh, gib dem nicht den Punkt. Hier, ich bin ziemlich sicher, dass er das nochmal bekommt. Hat der gerade den Wind um sich? Ach, hat eh keinen Schuss. Oh, die eine Kanone. Den Schweif kann man übrigens abtrennen. Dann, das weiß ich noch. Oh, er liegt! Ich muss dahin! Pfeifer Buddy in deine Visage! Ich hoffe, ich habe dich nicht getroffen. Doch, du hast mich getroffen. Mindestens einmal. Aber Entschuldigung, wenn der so da liegt, muss ich meine Weifermunition nutzen. Hm? Nein. Ich will das nicht. Das wollte ich definitiv nicht abbekommen. Ich hätte wehgetan.
Alter, haben die Kanonen lange Nachladezeiten. Ich lebe noch. Schieß ihm ins Gesicht. Ich? Ja, du. Womit? Ich schütze. Schieß ihm ins Gesicht. Ja, aber womit? Mit deiner Munition. Warte, ich hab ne. Ich versuche näher ranzukommen. Es geht nicht. Ich versuch's schon. Lass mich doch schießen. Das habe ich davon, weil du mich hetzt. Hi, Sonderfest ist abgelaufen. Ah, oh, Sushi bleibt bei mir, okay. Das ist verdammt gut. Ich glaube, jetzt kämen erst die richtig geilen Fotos. Alter! Ich erinnerte mich noch gut an den. Dass der die Pest war von einem Gegner. Und meine Erinnerungen trügen mich nicht. Warte mal. Er ist genau so stehen. Oh! Hat sich bewegt. Genki-Dama? Für mich? Im Wasser Genki-Dama? Wo stehst du da? Steh vor ihm. Ja, ich hab dir einmal kurz Dämon gegeben. Er fällt mir ein, ich habe auch noch die anderen Booster alle dabei. So wie dem Mega Panzerhaut und so weiter. Und Seite. Also eine Frage, funktionieren Blitzkäfer, Blitzbomben bei dir? Darf ich das an dir testen? Robot Example! Es funktioniert! Oh, du hast ihm was gebrochen, sehr schön. Könntest du dich auf den Schweif konzentrieren? Ich kann den nie abtrennen. Versuch, aber das ist die, ja, das bin der Hauptstadt. Hilfe! Au. Das ist wunderschön mit anzusehen. Ich habe aber leider keine Fotos mehr übrig. Ich habe schon meine drei verschossen. Und die sagen alles, dieser Gokmarius und so weiter. Ibushi, Nava werden schlimm. Die haben den Amatsu noch nicht live erlebt. Ach, warte, das war doch wieder dieser eine Angriff. Wo du in der Luft sein willst. Oder nicht? Guck mal, ich hänge hier oben. Ich glaube, hier sitze ich gut. Hat bei mir nicht funktioniert, aber egal. Ich habe mich einfach nach oben geschossen und dann mit einem Seilkäfer oben festgehalten. Kamehameha! Nur im Wasserformat. Hast du Donnerpest? Nee. Nein, da bilde ich mir nur ein, ne? Der blitzt nur so. Der blitzt nur so, weil er gerade selber ein Blitz wird. Ich hab Angst. Ich hab Angst! Das Ding kommt immer näher! Vollklapper. Ich heile dich nicht mehr! Ich heile dich doch! Ich heile dich die ganze Zeit! Ich habe immer noch hier den Großraum. Den habe ich nie rausgetan. Aber. Ja sowieso immer. Ach, hör auf, ich bin bewegende Blöds, nicht die.
Ich weiß jetzt wieder, was mich bei dem so abgenervt hatte damals. Der hält nicht still. Wie würde es dir gefallen, wenn das einer bei dir versucht? Im Übrigen, das muss jetzt übrigens, nur weil ich es am Anfang gesagt habe, nicht wirklich der finale Kampf sein. Die haben noch ein Bonus-Update vor. Ich weiß nicht, ob danach noch Updates kommen, wo noch ein paar Variantenmonster erscheinen sollen. Also das ist nicht die letzte Folge, aber das ist als der finale Kampf eigentlich gemeint, der Kampf hier. Hilfe! Kai, mach was, der ist böse. Ich hab gerade auf die Valette geguckt, aber die scheint sich auch nicht aufzuladen irgendwie. Ich glaube, die kann man nur einmal abschießen. Das scheint so. Entweder das oder die Nachladezeit ist noch schlimmer als bei der Kanone. Soll ich auch Sprints ab und so weiter alles rein, ne? Auch Immunisierer. Nutz es. So, mehr Booster kann ich dir nicht geben. Die Kanonen sind da, Leute. Perforieren, da. Kannst du stillhalten? Danke, sehr nett von dir. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Nicht du, er. Warum habe ich kein Foto mehr übrig? Das ist gerade so schön. Okay, das ist der Punkt, wo du nach oben willst. Yep. Der hat mich gerade gewone-hittet. Es hat mich nicht in der Luft angehalten, aber ich habe trotzdem überlebt. Also man kriegt auch da oben ab. Anscheinend. Oder ich habe einfach sehr viel mehr Verteidigung als du und kommt es deshalb überlebt. Ja, ich habe ein Wasserabwehr minus 13 mit meiner Rüstung. Aber ich brauche halt die ganzen Schützenfähigkeiten. Wieso roll ich da rein? Wenn du es kannst. Einmal das erste Mal den Kampf überhaupt Aua. Bitte lass mich. Ich will dir doch gar nichts. Hör auf, die Kugel nach mir zu werfen. Vielen Dank für den kleinen Seil. Oh, das konnte man blocken! Bitte! Das war die andere Flosse. So, meine Perforiermunition habe ich rausgehauen. Ich bin wieder in die falsche Richtung gerollt. Liegt der? Ja, bleib am Boden. Weifer Munition. Ich stehe hinten an seinem Schrank. Ja, 1200 Schaden. Was gut ist das hier? Er hat einen Plan. Was ist der? Vielleicht holt er was. Vielleicht holt er gerade ein Reitvieh. Was anderes kann ich mir halt nicht vorstellen. Vielleicht lädt er die Ballisten wieder ein. Das wäre schön. Hilfe! So viel Wind. Sind die Kanonen wieder einsatzbereit? Ja! Die sind wieder einsatzbereit, aber ich glaube nicht, dass ich sie gerade schießen will. Hilfe! Ach doch.
krieg mich leider wieder hoch. Aber ich hab trotzdem das Lebenspulver geworfen. Autsch! Ich glaube, das war gerade der perfekte Moment dafür. Der Blitz überschießt deine Kurve. Oh, um Gottes Willen, ist der ekelhafte Gegner. Der ist genauso schlimm wie damals. Ja, es gibt noch den Shagaru Magala gerade als hier diese aggressive Version. Was ist denn da jetzt noch dazu gekommen? Ach, der andere Shagaru oder wie? Fragezeichen. Was schleppt Utsushi gerade an? Gute Frage. Utsushi? Naja, da drin fällt. Ein Shinoko? Na gut, ist perfektes Element hierfür, aber Shinoko? Das ist der wütende Shinoko bei Apex. Ich habe noch nie den Apex Shinoko gesehen, ist das Ding. Man kann den. Ich dachte, den kann man nicht reiten. Gönn dir. Ich dachte, man kann Apex nicht reiten. Anscheinend kann man den vielleicht doch reiten. Komm her! Die hau ich auf die Nase! Ich mein Wettstein. Oh, mein Wettstein. Dann schwer bist du da drin. Wir reden da rein, ja! Utsushi, du hast das Beste getan, was du tun konntest. Ich bin zu Nonko-Material. Hat der Apex ihn abgetrennt? Nein, das war ich. Der lag gerade so schön in der Gegend und da hab ich einfach mal draufgehauen. Aua! Bitte, 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 bitte! Ich muss den Schwanz looten. Kannst du zweimal looten. Ich kann ihn jetzt erstmal einfach. Ich kann ihn dreimal looten, meinst du? Keine Ahnung, ich war bis. Ah nee, da liegt einfach nur Amazon-Material, was ich rausgeprügelt habe. Ja, die Technik mag ich nicht. Kann man sich da drüber mogeln? Ja, man kann sich drüber mogeln. Du kannst da drüber springen. Hast mich nicht getroffen, ich stehe genau vor deiner Fresse. Aua. Ich glaube, der denkt sich was Ähnliches mit seinem Wasser. Fall um! Wasser ist mit Blitz geladen. Also normalerweise müsstest du dich eigentlich selber grillen. Nein, du musst einen Lebenspulver werfen! Ich hab das geworfen. Wir machen einen kleinen Cut. Wir sehen uns wieder, nachdem der Apex dazu kam. Utsushi, unser Helfer in der Not. Was bringst du uns diesmal vorbei? Nochmal den Apex. Okay, der bringt den offenbar immer. Ist aber eigentlich ganz gut. Donner ist das, was wir am besten gebrauchen können. Ja, sitzt du dich mal in die Kanone. Ich setz mich gleich auf das Vieh. Unser Retter in der Not. Bin bereit. Halt still.
Mein Angriff noch von dem Krieg aufgeladen bekommen. Ich hab Wasserpest. Der hat die Donnerpest drauf. Darum musst du dich gerade kümmern. Ich kann nicht. Ja, eigentlich nur auf den Schwanz. Ich hau weiter drauf. Ich habe was gebrochen. Das war der Schwanz. Das war los! Los, Pikachu! Genau, halten davon ab anzugreifen, dann kann ich den Schwanz auseinanderziehen. Unfair, ich will auch! Aber ich muss den Moment gerade nutzen, wo er liegt, dass ich meine Pfeifermunition einmal reinschießen kann. Das schöne 2000 Schaden beim Doppel- und Damage-Kombo. So, wir looten. Säurer. Als ob du trotzdem hier hinkommst. Non-Drachenstab. Lass mich das Ding doch looten. So langweilig. Ich glaube, das bei Drachenfett und das Säurer ausgehen. Genau, geh auf den anderen. Ich will nur den Schwanz auseinandernehmen von dir. Noch vollkommen harmlos. Ich will nicht. Wo liegt denn überhaupt das ganze Zeug? Ach, da. Irgendwo in seinem Lichtfeld gerade. Jetzt war der Ultra-Angriff, oder? Nein. Kann man ihn davon abhalten? Und das ist eigentlich auch ein Moment, von dem man ein Foto haben will. Sah so ultra cool aus. Ich habe aber leider keine Fotos mehr übrig. Aber ich glaube, ich würde offscreen einfach fürs Album davon ein Foto machen, weil das ultra cool ist. Kann er mir übrigens diese dumme Windrüstung mal weghaben? Wir haben den Seidenbinder bisher nicht genutzt in diesem Kampf. Wir haben ihn uns diesmal leider aufgespart. Ah, den Kopf kann man zweimal brechen. Er ist fast tot, Kai! Sehe ich noch nicht. Deswegen. Da, verdammt. Eingehört. Ich kenne das Gefühl. Ich mach's momentan nicht anders. Das gibt jetzt Schaden für dich, mein Freund. Oh, ich habe das Falsche geladen. Das ist wieder ein weiterer Fail für meine Liste. Den habe ich verdient. Weißt du, statt der Wifi-Munition habe ich Genesung in sein Gesicht gedrückt. Na, das musst du auch erstmal bringen, ne? Hier, ich will dich kaputt schießen. Oh Scheiße, ich hab dich geheilt. Du warst langsam. Ich wollte eigentlich gerade den Mund ausrichten und die mit dem Seidenbinder auf den Boden holen. Könntest du bitte mal auf den anderen zielen? Ich will mich doch nur heilen. Bitte. Ach, das ist in der Klemme. Ja, und zu viel, dann tu was dagegen. Ach, bei dir sagt er was anderes. Bei mir sagt er, ich bin gleich bei dir, Ass. Nee, bei mir sagt er Ass, steckt in der Klemme. Oder Ass in der Klemme. Kann man ihn während des Aufladens nicht einfach... Nee, klappt nicht. Du auch? Mein guter alter Freund Amazu, kannst du bitte endlich umfallen? Die hat es noch getroffen.
da. Warte mal, Schrapnell. Ich habe keine Perforiermunition mehr, aber ich habe noch Schrapnell. Also von allen Gegnern, die wir bisher hatten, ist er einer der heftigsten gewesen. Geh sterben müssen. Finde ich. Wir haben 90 Sekunden Zeit, bevor wir ins Dorf gehen. Okay, wir dürfen ordentlich looten, habe ich gehört. Rakdos, Faluto, Karapenes, Fatai. Nee, das hast du nicht, aber das darfst du gern öfter sagen. So, jetzt lass uns bitte looten. Erstmal 20 Sekunden Sterbesequenz. Cortex, Pleura, Membran. Okay, viermal konnte ich aufnehmen. Lauf ich mal vom Kopf zum Schwanzende. Da ist ein Seilkäfer mittendrin. Sturmwestklumpen habe ich bekommen. Irgendein Klumpen. Das ist wahrscheinlich dann der Rare Dwarf. Ich kann gucken. Seltenheit 8. Nee. Ist nicht ein Rare Top. Aber ich finde wirklich, dass das einer unserer stärksten Gegner bisher war. Also klar, auf Platz 1 bleibt die Allmutter, ne? Die Allmutter bleibt auf Platz 1 vom Projekt her. Als wir die zum ersten Mal gemeinsam gemacht haben. Ja. Danach kommt der erhobene Walztrax. Der Walztrax kommt auf Platz 1. Entschuldigung. Der Walztrax ist definitiv auf Platz 1. Für den mussten wir 6 Anläufe machen. Hier der Himmelsdrachen Saphir. Ich lasse ausnahmsweise auch mal drin, was danach jetzt passiert, weil das ist ja storymäßig. Ich habe das andere halt leider nicht aufgenommen. Ein neues Abzeichen bekommen. Ein Heldenabzeichen. Du hast deinen Wunsch doch erfüllt bekommen. Hier, da war das Storymäßige. Du hast dich um den Amazu gekümmert und Kageos Heimat gerecht. Kageos Heimat wurde halt von dem Amazu vernichtet. Das ist die Storyline. Von dem Typen. Der wollte sich einfach nur umbringen, habe ich gehört. War die eine Prinzessin? Das ist mir nie aufgefallen. Ich wollte die nicht lesen, aber hab's doch getan. Im Übrigen, du siehst ohne dieses Gesichtsding wesentlich cooler aus. Nur damit du es weißt, Kollege. So, also Kollege Kagero, meine ich. Man sieht nicht, ob er weint. Waffen, die aus Amazu-Materialien hergestellt werden, besitzen eine besondere Eigenschaft. Okay. Könntest du mich bitte nicht spoilern? Ich will es gleich selber rausfinden. Deshalb habe ich auch nicht gesagt, was die Eigenschaft ist. So, wir haben den wahren Frieden endlich wieder hergestellt. Dann zeigen wir auch nochmal, was die Rüstung und die Waffe bringt, wenn wir hier schon stehen, ne? Ich brauche noch einen Hardhorn und einen Himmelsdrachen. Die haben Seidenbinder-Angriffe stärker. Jo, dann blase ich mit dem. So, warte mal, ich suche gerade Amazu. Sturmset. Ja, ganz in Ordnung, finde ich. Verwundbarkeit. Also nichts gegen die Almodren-Waffe von Wasserwert her, aber kann sich sehen lassen, die Waffe. Was bringt denn die Rüstung und wie sieht sie aus? Warte mal. Ich muss gerade die. Da, Sturmset. Die sieht richtig heilig aus, die Rüstung vom Amazu.
basiert wahrscheinlich auf irgendeiner von den alten. Wie gerufen ist seine Fähigkeit, ne? Mhm. Wird aktiviert, wenn du gegen ein großes Monster keinen Schaden erleidest. Effekt geht verloren, wenn du zurückgeworfen wirst oder dich entfernst. Schärfeverbrauch wird aufgehoben damit. Das klingt doch ganz nice. Zusätzlich seine Waffe hat ja diesen Seidenbinder-Effekt, hieß es. Es stärkt Seidenbinder-Angriffe, das Teil. Also, das ist schon eine krasse Waffe. Und du brauchst den Saphir, ja. Okay, Leute. Das war der finale Kampf mit dem Amazu. Also laut Update kommt noch ein Bonus-Update. Zumindest auf der offiziellen Seite. Da sollen noch mal ein paar Variantenmonster sein. Aber keine Ahnung, was das für Viecher sind oder ob es überhaupt Aufnahmen werden. Kann ja sein, dass es einfach nur so Apex-Viecher beispielsweise sind. Also wenn es neue Viecher sind, seht ihr natürlich neue Videos. Falls nicht, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ciao.